möchte euch heute was zeigen, und zwar mein Online-Banking bei N26. Bei der Bank N26 kannst du nämlich bis zu 10 Unterkonten anlegen. Und das kann dir super viel helfen, wenn es darum geht, in verschiedene Spartöpfe zu sparen oder per Budget vielleicht Unterkonten anzulegen für Kategorien wie Essen oder Kleidung, damit du dort ganz konkret vor Augen hast, wie viel Geld überhaupt pro Kategorie zur Verfügung steht. Ich selber habe tatsächlich mein Geschäftskonto bei N26 und nutze dort die 10 Unterkonten dafür, um für Dinge wie Sozialabgaben oder Steuern sparen zu können. N26 ist eine Neo- bzw. Online-Bank. Das heißt, an sich ist alles App-basiert. So schaut es auf dem Handy aus. Wir werden es uns jetzt gleich aber in der Desktop-App anschauen, damit ihr einfach ein bisschen besser schauen könnt. Kurz vorneweg, N26 bietet verschiedene Kontenmodelle an. Gestaffelt auf Standard, Smart, You und Metal. Und das sowohl für dein Privatkonto oder auch als dein Businesskonto. Die Angebote sind in etwa die gleichen, egal ob Business oder Privat. Das Standardkonto ist kostenlos, kostet keine Kontengebühren und du kannst es kostenlos eröffnen. Allerdings, wenn du eine physische Karte dazu haben möchtest, musst du einmal 10 Euro bezahlen. Was du schon hast, ist eine virtuelle Karte, die du sozusagen bei Apple Pay oder in deinem Wallet auf deinem Handy anlegen kannst und dann sozusagen kontaktlos mit dem Handy bezahlen kannst. Was ein bisschen limitiert sind bei N26, sind die Gratisabhebungen in Deutschland. Die liegen beim Standardding bei 3 und bei den Abo-Möglichkeiten bei 5 bzw. 8 Abhebungen pro Monat. Das heißt, wenn du viel Geld abhebst, ist das hier vielleicht nicht die Bank für dein Hauptgirokonto. Für mich, für mein Geschäftskonto, wo ich nie Geld abheben muss, ist es natürlich perfekt. Beim Abo für 4,90 Euro pro Monat bekommst du die physische Karte dazu und du hast dann die Möglichkeit, hier diese 10 Unterkonten anzulegen. Das ist in der Standardoption nicht mit dabei. Ich selber für mein Businesskonto habe hier die Option N26U gewählt, weil ich sowohl die Unterkonten haben wollte, als auch die zusätzliche Reiseversicherung. Die gibt es nämlich auch nur bei den 2 letzten Abo-Möglichkeiten. Und tatsächlich hat diese Reiseversicherung sich für mich auch schon gelohnt und bin sehr froh, dass ich die abgeschlossen habe und habe da schon Erstattungen durchbekommen. Es ist schade, dass es natürlich monatliche Gebühr kostet, um so viele Unterkonten zu haben. Aber leider ist es auch auf dem deutschen Markt allgemein so. Also auch andere Banken, die so 10 bzw. 15 Unterkonten erlauben, wie zum Beispiel Revolut oder Vivid Money, kosten auch monatliche Abogebühren in ähnlicher Höhe. Persönlich ist es mir aber diese 10 Euro wert, besonders weil eben noch eine Reiseversicherung mit dabei ist. Ich kann mir viele Szenarios vorstellen, in denen diese 10 Unterkonten super hilfreich sind und auch super motivieren. Und wenn das bei dir der Fall ist, kann ich dich natürlich nur einladen, über den Link unter diesem Video ein Konto bei N26 zu eröffnen, denn damit unterstützt du auch meine Arbeit. Lass uns aber mal einloggen in mein Online-Banking. Bei N26 heißen die Unterkonten Spaces. Insgesamt stecken in allen meinen Unterkonten hier an die 3.000 Euro. Das ist das Geld, was jetzt zurzeit noch in meinem Gewerbe liegt. Ich habe Geldgarten als Einzelunternehmen gegründet, als Einzelgewerbe. Das heißt, ich bin die einzige Gründerin. Ich halte das Geld sozusagen von meinem Unternehmen separat, von meinem privaten Geld, dass sich das nicht vermischt erstmal. Mein privates Geld liegt bei anderen Banken und muss dann eben in meiner Steuererklärung angeben, wie viel ich verdient habe und da entlang eben auch Steuern zahlen. Das heißt eben aber auch konkret, wenn ich 1.000 Euro verdiene und 1.000 Euro auf mein Unternehmenskonto kommen, dann kann ich nicht diese 1.000 Euro durchbuchen und mir als Gehalt auszahlen, sondern da muss ich eigentlich mit planen. Und genau das kann ich eben mit diesen Spaces. Hier habe ich ein Hauptkonto. Auf das Hauptkonto kommen Rechnungen, die bezahlt wurden oder das Geld von YouTube. Und das teile ich dann aber auf. Es gibt hier bei N26 den sogenannten automatischen Einkommensverteiler. Das heißt, ich kann einrichten, wenn Geld auf mein Hauptkonto kommt, zu wie viel Prozent es auf welche Unterkonten verteilt wird. Das heißt, ich habe eingestellt, dass für Einkommen ab 1 Euro, die auf das Hauptkonto eingehen, der Betrag verteilt wird nach dem Prozentsatz auf die verschiedenen Unterkonten. 20% gehen auf feste Ausgaben. Ich versuche, meine Ausgaben so gering wie möglich zu halten. Das heißt, mit einem in Anführungszeichen geringen Prozentsatz dort versuche ich mir selber einen Spielraum zu geben, der mich dazu anhält, auch sparsam zu sein mit meinen Ausgaben im Unternehmen. Dann zahle ich mir selbst 2% Profit,
Einfach als Geld, mit dem ich wirklich danach machen darf, was ich möchte, als wirkliche Belohnung. Dann veranschlage ich zurzeit 21% für Sozialabgaben, Krankenversicherung, Sozialversicherung. Das fällt in Belgien so an. Das sind genau 20,5% eigentlich, die da bei mir abgezogen werden, die mir in Rechnung gestellt werden durch meine Sozialversicherung. Dann zahle ich mir selber 42% auf mein Gehaltskonto. 10% lege ich zur Seite für weitere Einkommenssteuer, die ich wahrscheinlich bezahlen werden muss. Und dann habe ich noch ein Konto für einen Notgroschen, das ich aber nicht systematisch bespare. Und ich habe ein zweites Konto für flexible Ausgaben, das sehen wir gleich. Jetzt seht ihr bei fester Ausgaben und bei flexiblen Ausgaben auch noch ein kleines Symbol. Das soll die Karte darstellen. Und zwar habe ich es so eingerichtet, dass ich auf der einen Seite für meine flexiblen Ausgaben, das sind meistens die, die ich irgendwie im Geschäft tätige, ob es jetzt Batterien sind oder irgendwas für die Kamera, die ist verlinkt mit der physischen Karte, die ich habe. Das heißt, immer wenn ich mit dieser Karte bezahle, weiß ich, dass es automatisch von meinen flexiblen Ausgaben ausbezahlt wird, die ich, wie gesagt, versuche, so gering wie möglich zu halten. Und wenn ihr da draufklickt, könnt ihr das theoretisch auch ändern. Also in diesem Fall ist eben diese Karte mit diesem Konto verbunden, aber das kann ich theoretisch auch in der App am Handy ändern und es mit einem anderen Unterkonto verknüpfen. Das wäre dann eben der Fall, zum Beispiel, wenn du sagst, du nutzt das, um Budget zu halten, dann müsstest du halt immer, bevor du in der Kasse bezahlst, einmal gucken, ob deine Karte gerade mit dem richtigen Unterkonto verknüpft ist, damit du auch aus dem richtigen Unterkonto deine Ausgaben tätigst. Etwas anderes, was natürlich geht, sind Daueraufträge von bestimmten Unterkonten. Zum Beispiel seht ihr hier, dass eine anstehende Zahlung jetzt, weil es halt gerade gegen Ende des Monats ist, eine geplante Zahlung von 450 Euro sind. 450 Euro ist nämlich das, was ich mir zurzeit noch als Gehalt auszahle. Ich hoffe natürlich in der Zukunft, dass es mehr ist, aber zurzeit weiß ich, ich kann mit ungefähr 450 Euro planen. Das geht dann auf mein Comdirect-Konto und mein Comdirect-Konto ist mein normales, privates Girokonto. Und es geht natürlich monatlich ab von meinem Gehaltsunterkonto. Hier seht ihr auch einmal diesen Einkommensverteiler in Aktion. Also ich habe von Google für die Werbung, die eben geschaltet ist von meinen Videos, 115 Euro bekommen für den letzten Monat. Und dem Moment, wo das auf das Hauptkonto eingeht, wird es danach aufgeteilt auf die verschiedenen Unterkonten. Etwas anderes, was ich ganz nett finde, ist, dass ich meine Kontos auch so einrichten kann, dass ich monatlich bestimmte Investitionen in mein Unternehmen abschreiben kann. Abschreiben bedeutet ja allgemein, dass du einen Gegenstand kaufst, so wie zum Beispiel in meinem Fall mein Handy oder meine Kamera, die erstmal viel Geld kosten, aber dann eben über die nächsten 3 Jahre du jeden Monat einen bestimmten Anteil der Kosten dann über diese 3 Jahre streckend absetzen kannst. Hier also das Beispiel mit diesem Handy, das Galaxy S20, schreibe ich ab bis in den September 2024 und es sind 13,57 Euro, die ich Monat für Monat als Ausgabe ansetzen kann. Und die buche ich dann von meinem Ausgabenkonto ab und habe sie bisher hingebucht auf mein Investitionskonto, wo sich dann eben über die letzten Monate, wie ihr seht, ich bin schon bei N26 seit November 2023, also inzwischen seit über 6-7 Monaten, hat sich da auch langsam ein Betrag angesammelt und mit dem Betrag kann ich dann natürlich in dem Moment, wo mein Handy zu alt ist, auch wieder ein neues kaufen, eine neue Investition tätigen und die wiederum über die nächsten 3 Jahre abschreiben. Allerdings hat N26 seit neuem auch ein Tagesgeldkonto mit Zinsen. Das heißt, vor 3-4 Wochen habe ich die 900 Euro, die hier auf diesem Investitionskonto waren, einmal übergebucht auf das Tagesgeldkonto. Das seht ihr hier. Da habe ich sowohl meinen Notgroschen hingebucht, als eben auch das Geld von Investitionen, weil es da nämlich immerhin ein paar Prozent Zinsen gibt. Und zwar in meinem Fall mit dem U-Abonnement für 10 Euro pro Monat liegt das bei 2,26% Zinsen, die ich mir natürlich nicht entgehen lassen wollte. Mit seinem Zinsangebot ist N26 ehrlich gesagt ein bisschen unterdurchschnittlich verglichen mit anderen Angeboten. Das heißt, hier habe ich auch wirklich nur mein Geld von Geldgarten
also das Gewerbegeld, geparkt. Das beste Angebot, wo ich mit meinem privaten Geld bin, ist zurzeit Trade Republic mit 4%. Aber natürlich möchte ich diese Töpfe nicht unbedingt meschen und belasse deshalb eben das Geld von meinem Gewerbe hier bei N26 und bekomme immerhin noch 2,26%. Ansonsten gibt es bei dem U-Paket, was ich eben habe, noch verschiedene Reiseversicherungen mit dabei. Sowohl Reiseabbruch, Verspätung, Krankenversicherung in Sachen medizinische Notfälle. Und das habe ich abgeschlossen, bevor ich für 5 Wochen nach Thailand geflogen bin. Und ich hatte ja sogar den Fall, dass ich meine Reise nicht antreten konnte, weil ich im Krankenhaus lag. Und das hat sich dann natürlich auch sofort schon gelohnt. Und die Neubuchung des Fluges habe ich auch tatsächlich schon erstattet bekommen. Ich bin jetzt 8 Monate bei N26 und insgesamt super zufrieden. Besonders für mich als Einsteigerin in Sachen eigenes Gewerbe ist es super hilfreich, so eine Übersicht zu haben und eben nicht mit einer großen Summe auf dem Konto zu stehen und zu überlegen, im Kopf nachzurechnen, wie viel ich da jetzt irgendwie für Steuern und Sozialabgaben zur Seite legen müsste, sondern das super konkret zu haben und auch zu wissen, auf meinem Gehaltskonto sind nur noch 618 Euro, ich muss ranklotzen und mal gucken und überlegen, wie ich denn jetzt nächstes Mal, also wie ich in den nächsten 30 Tagen genug Geld verdiene, damit ich mir auch in 30 Tagen immer noch die 450 Euro auszahlen kann. Beziehungsweise perspektivisch natürlich noch gerne mehr als nur 450 Euro pro Monat. Übrigens gibt es noch eine sehr interessante Funktion, die ich persönlich nicht nutze. Und das ist, dass du anderen eine Kontovollmacht für eines deiner Unterkonten geben kannst. Würde ich jetzt also aktiv N26 für meine privaten Ausgaben nutzen und würde ich gerne zusammen mit meinem Partner für den Bereich Lebensmittel ein gemeinsames Konto haben, das wir gemeinsam nutzen können und in dem wir aber auch zusammen dann nur für die Lebensmittel sozusagen budgetieren und vielleicht in einem anderen für andere Haushaltsartikel oder Urlaub, dann kann ich einzelne Spaces mit einem anderen N26-User teilen. Und der andere N26-User muss dafür nicht ein Abo haben, das monatlich Geld kostet, sondern kann die Standardversion haben und dann eben eine virtuelle Karte auf seinem Handy oder einmal 10 Euro bezahlen, um eine Karte zu bekommen und hat dann ebenso diese Spaces in seiner Übersicht auf seinem Handy und kann dann eben die Karte damit verbinden, in dem Moment, wo die andere Person mit Lebensmitteln, ja, für Lebensmittel bezahlt. Negativ ist natürlich zum einen, dass es mehr kostet als andere Standard-Girokonten. Aber wie gesagt, du kriegst dafür 10 Konten. Und die Sache mit der Reiseversicherung, die ein Kombiprodukt ist mit dem Kontomodell, ist auch nicht unbedingt ideal. Denn dann hast du immer eine Reiseversicherung und nicht nur zu den Zeitpunkten, an denen du sie auch wirklich brauchst. Und auch nicht vergessen die Sache mit den Geldabhebungen, wo eben nur 3 kostenlose Geldabhebungen pro Monat mit dem Standardmodell möglich sind. Aber wenn du jemand bist, der davon profitieren könnte, diese 10 Unterkonten zu haben, was natürlich super hilft beim Sparen, was dich vielleicht super motiviert beim Sparen, was auch vielleicht die Finanzen zwischen dir und deinem Partner, wenn ihr Shared Spaces habt, vereinfacht, dann kann ich dich nur einladen, über den Link unter diesem Video ein Konto bei N26 zu eröffnen, denn damit unterstützt du auch meine Arbeit. Und damit wünsche ich dir viel Spaß beim Sparen.